1989 mit Heinz Wevering 1.14.6. Die 4 Conmary mit Peter Fürpühlen, die 5 Famous November Rolf Dautzenwald, die 6 Jilly Jarko Ristimäki, die 7 Pussy Dream mit Keste Leo, die 8 Buddy Lee und Thomas Pancho, die 10 Ravano mit Peter Heidmann und aus der zweiten Startreihe die 11 Misty Hanover mit Michael Hönemann, die 12 Jod Burridge Heinz Wevering und die 13 Philip Morris mit Michael Schmidt. Noch 100 Meter bis zum Start. Und das Headbet-Tonington-Rennen 95 ist gestartet. Alle Pferde treten glatt ein. Kampf um die Führung zwischen Jetstar Way, Famous November. An der Außenseite Pussy Dream. Es geht in den ersten Bogen und Famous November jetzt gemeinsam mit Pussy Dream an der Spitze. Drei Längen zurück, Jetstar Way, zwei Längen dahinter. Die Nummer 2 zu weit galoppiert, disqualifiziert rot, die 2. 1.097 die erste Zwischenzeit. Und Ausgangs des ersten Bogens wird Pussy Dream zurückgenommen. Famous November an der Spitze, dicht gefolgt von Pussy Dream. Drei Längen hinter Jetstar Way. In der vierten Position sieht man Misty Hanover. Außen geht dann Jilly vor den Tribünen, weiterhin Famous November an der Spitze vor Pussy Dream, Jetstar Way in dritter Position, vierter ist außen Jilly an der Innenkante, Misty Hanover, dann folgt in zweiter Spur Buddy Lee in dritter Spur, ein Vorstoß von Jod Burridge, 1.20.0 die nächste Zwischenzeit, ausgangs der Geraden hat nun Jod Burridge die zweite Position zu Famous November, an der Innenkante Pussy Dream mit Jetstar Way in zweiter Spur, fünfter ist Misty Hanover innen, dann folgt außen Jilly, dahinter Ravano in zweiter Spur Buddy und die Pferde kommen auf die Gegenseite. Famous November mit zwei Längen vor. Jod Burridge in der zweiten Position an der Innenkante. Pussy Dream drei Längen dahinter. Misty Hanover vor Jetstar Way und Ravano außen. Buddy Lee und Jilly. 1.17.8 die nächste Zwischenzeit. Und Famous November führt das Feld durch die Gegenseite. Zwei Längen zurück, Pussy Dream, außen Jod Burridge. Nochmal zwei Längen hinter Jetstar Way. Misty Hanover in zweiter Spur an der Innenkante. Ravano dahinter, Buddy Lee. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Famous November an der Spitze. Ganz dicht dahinter sieht man Pussy Dream. Jod Burridge außen, 1.15.3 die Zwischenzeit. Famous November weiterhin vorn. Mit zwei Längen Rückstand folgt Pussy Dream vor Jod Burridge. Jetstar Way an der Innenkante. Ravano dahinter, Misty Hanover. Die Zielgerade ist erreicht. Famous November ist vorn vor Pussy Dream und Jod Burridge außen Jetstar Way. In der Distanz vergrößert Famous November seinen Vorsprung. Famous November ganz klar vorn, aber außen kommt Fabrizio November und rückt auf den zweiten Platz. Dahinter wird Conmary eingesetzt. Der Sieg für Famous November. Zweiter Platz für Fabrizio November und der dritte an Conmary. Platz 4 an Pussy Dream und der fünfte für Jetstar Way. Meine Damen und Herren, der erste große Sieger des Derby-Jahrgangs 95 ist gekürt. Mit der Startnummer 5, Famous November, hat er keine Frage offen gelassen und überlegen alle Gegner abgeschmettert. Er bekommt jetzt die Glückwünsche von Besitzern, gleichzeitig Züchtern an Michael Schröer. Und Michael Schröer hat das Kunststück vollbracht, auch den zweiten Platz ebenso deutlich einzuheimsen, denn sein Fabrizio November ist ebenfalls in seinem Besitz und von ihm gezogen worden. Meine Damen und Herren, Famous November hat sich für die Dreien-Saison so eingeführt, wie er sich in der Zweiern-Saison verabschiedet hat, nämlich mit seinem Sieg im Preis des Winterfavoriten in Recklinghausen und hier ein überlegener Erfolg für das Adbet Toddington, dem Auftakt zur Zuchtrennensaison für die Dreijährigen in Deutschland. Mit bei der Gratulationskur der zweite Vorsitzende des TVM, Dr. Hans-Hermann Garleb, Rennsekretär Walter Elmbring und Dr. Ernst Rohrbeck vom Vorstand des TVM. Großer Bahnhof jetzt für Rolf Dautzenberg, für Michael Schröer, Züchter und Besitzer von Fabrizio November,
von Famous November, den ersten beiden heute im Edmund Toddington 95. Famous November ist ein Sohn von Lisa's Boy aus J.D.'s Didi. Er war schon zweijährig einer der Großverdiener mit über 100.000 Mark an Gewinnen. Und meine Damen und Herren, dem Stall November gehört ja auch noch einer der ganz großen Favoriten, das überlegene Pferd des zweijährigen Jahrgangs Pi König, ebenfalls von Rolf Dautzenberg vorgetragen. Pi König hat ja über 400.000 Mark verdient. Hier wird noch ein bisschen geflaxt, meine Damen und Herren, aber Rolf Dautzenberg wird jetzt von mir ganz kurz zum Interview gebeten. Rolf Dautzenberg, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich kann mir vorstellen, es wird ganz schwer die Entscheidung sein. Sie haben ja die beiden größten Favoriten mittlerweile jetzt fürs Derby. Pi König, der ja noch ein bisschen gesundheitliche Probleme hat, und dann diesen hervorragenden Famous November, dazu noch beide vom Stall November. Ja, das ist natürlich richtig. Das ist die Wahl der Qual, aber ich hoffe damit, dass sie die Rennen alle teilen und nicht beide fahren kann. Gut, dann machen wir zwei Teilungsderbys. Ja, Rolf Dautzenberg, das könnte ja diesmal endlich mal klappen. Der letzte große Versuch ging ja mit zur Action, mit viel Pech, muss man sagen, daneben. Zweiter im Derby. Jetzt könnte es endlich mal klappen, nachdem sie alles gewonnen haben, auch schon das Edmund Toddington. Erinnern wir uns an die überragende Hegrina. Wie sieht's aus? Zuversichtlich? Ja, das schon. Es geht im Leben so viel daneben, aber ich hoffe nicht, dass dies ja etwas daneben geht. Und soweit die Pferde gesund bleiben und wie man gesehen hat, sind die Pferde so in Topform. Ich glaube, der Stall November muss erstmal geschlagen werden und zu bezwingen, wenn einer das Derby gewinnen will. Rolf Dautzenberg, alles Gute, vor allen Dingen fürs Derby, dem Stall November, alles Gute. Meine Damen und Herren, ich glaube, niemand würde es Rolf Dautzenberg nicht gönnen, nach all den Erfolgen nun endlich auch mal im Derby ganz vorne zu landen. Meine Damen und Herren, Applaus für das Siegergespann, Rolf Dautzenberg und Famous November.